hat sich jemand etwas zusammengebaut, der hat einen Hybrid geschaffen aus klassischen Controller und Tastatur und Mausbedienung. Das heißt, er hat eine Trackball-Maus genommen, hat diesen Trackball auf der rechten Seite eingebaut und hat sonst noch ein paar Tasten modifiziert und hat sich damit dann den Hybrid-System geschaffen von Controller, das er auch getestet hat mehrfach und einfach draufgekommen ist, dass er in so Shooter-Spiele und sowas relativ schnell viel besser war als wie mit Controller und relativ nah zu Tastatur und Mausbedienung rankommen ist. Jetzt mal das mal kurz auf, damit ihr das überhaupt versteht. Okay. Also, man soll sich's im Video anschauen, aber ich finde es ziemlich genial, was der da zusammengebastelt hat. Trackball als Steuerung. Ja, genau. Er hat das zuerst als Ton zusammengebaut, dann eingescannt. Ja. Dann hat er das halt sozusagen immer ein bisschen noch modifiziert. Ja. Und so hat er das halt Schritt für Schritt sich dann zusammengebaut, das Modell. Also das heißt, du hast so irgendwas zwischen Maus und ja, Maus und Tastatur oder sagen wir halt Maus und Joypad. Okay, das ist echt abgefahrenes, weirdes Design. Bist du Es schaut aber am was? Ne? Schluss nicht einmal schlecht aus. Ja, na eh. Das müsst ihr euch das Video unbedingt anschauen. Das ist in die Box, was er da dazu getan hat. Ich glaube, er hat da noch eine Box dazu getan, die dann noch ein paar so advanced Sachen machen kann, also das noch ein bisschen optimieren kann. Ja. Da wird wahrscheinlich irgendein Algorithmus drin sein. Aber er hat es dann, glaube ich, ohne das getestet und mit und hat halt dann einfach einmal probiert, wie es ist. Und ist dann relativ schnell, ja, ist eigentlich besser damit als mit. Maus-Tastatur. Nein, das noch nicht, also aber besser als der Controller definitiv. Aber das kann schon sein, dass. Weil ich spiele jetzt auch hin und wieder. Also, ich spiele jetzt eigentlich alles. Ich nutze meinen PC wie eine Konsole. Ich sitze am Sofa und spiele mit Ja, Gamepad. genau. Und in die Shooter tue ich mir teilweise schon sehr schwer. In die Shooter tust du auch schwer mit, weil da hast du halt auch meistens auf der PC-Version keine technische Unterstützung Ja, dabei. so Auto-Aim oder sowas fällt halt bei vielen Spielen einfach. Ja, das hast du halt auf der Konsole, oder das hast du halt meistens auf der Ja, Konsolenversion. ja. Also, das ist halt auch der Unterschied, Ist aber ja, das ist schon. ziemlich ein abgefahrenes Teil. Im Endeffekt verhaltet sich's wie eine Tastatur, ja? Es verhaltet sich wie Tastatur und Maus. Ja, richtig. Aber es verhaltet sich wie Tastatur und Maus, ist aber, wird aber gehalten wie ein Controller. Genau, ja. Okay. Weirdes Scheiße. Okay. Ja, gut. Ich hoffe, der produziert den Controller irgendwann einmal. Ja, testen müsste man das fast einmal, ja. Das ist nämlich ein Hammer, das finde ich Hammer, das Teil. Ja.